Defendant, I first want to know how much of the witness Seaver's letter you agree with or disagree with. Do you agree that the direction for carrying out the spotted fever experiments was in the hands of the director of the Hygienic Institute of the Reich University of Strasbourg, Professor Dr. Hagen, major in the medical corps and consulting hygienist to an air fleet? Is Sievers right in saying that? Das kann ich nicht nachkontrollieren, das ist möglich. I see. Now, are you disputing that Dr. Hagen was, I quote, commissioned with this task by the Reich Marshal, the President of the Reich Research Council? Or do you again say that you have no means of checking that? Das habe ich ganz klar gesagt. Ich habe davon nichts gewusst. Und es ist interessant, dass hier auch ausspricht, Reichsmarschall, Präsident des Reichsforschungsrates. Das heißt also, unter der Firma, unter der sämtliche tausende Forschungsaufträge liefen. To put it quite bluntly, your defense to this is the rubber stamp defense, that your signature on the order was merely a rubber stamp or the equivalent signature as President of the Reich Research Council. Is that what you want the tribunal to understand? Nein, das sage ich keinesfalls. Wenn meine Unterschrift gegeben wurde, dann war sie vollwertig. Sie ist aber nicht gegeben worden, sondern ich habe vorhin ausgeführt, das war der Kopftitel des Auftrages, unterschrieben wurden die Aufträge von irgendeiner Unterabteilung, die sich damit befasste. Wenn ich einen Brief unterschrieben habe, so trage ich allein die Verantwortung. Es würde ja der Anklagebehörde leicht sein, mir ein solches Schriftstück vorzulegen oder Herrn Hagen zu befragen. Then you say that if instructions went out from the Reich Research Council, you knew nothing about them. That's your answer, as I understand it. In den Details selbstverständlich nicht, weil das erstens unmöglich rein zeitlich war. Auch für mich hat ja der Tag nur 24 Stunden. Zweitens habe ich betont, dass ich ja in keiner Weise Fachmann war, sondern meine Aufgabe bestand darin, Generalanweisung an die Forschung zu geben, die Forschung auf allen Gebieten zusammenzufassen und zweitens die sehr großen Geldmittel bereitzustellen. But you see, the defendant, the letter goes on to say, in accordance with his instructions, which were said to come from the Reich Marshal, the President of the Research Council, in accordance with his instructions, Dr. Hagen has to report about his work to the Chief of the Luftwaffe Medical Services. Das ist möglich, dass diesen Auftrag gehabt hat. Mir hat nicht berichtet und der Chef der Sanitätsinspektion hat mir auch nicht berichtet. Aus diesem Grunde hat mein Verteidiger auch die Ladung des Chefs der Sanitätsinspektion als Zeugen beantragt. Um dies ganz klar zu machen. So that in both these capacities, and these two of your capacities, the Reich Research Council and the Medical Department of the Luftwaffe were both acting without any knowledge of yours. In these experiments, which were concerned with the condition of, among others, the service for which you were responsible, you say both these bodies were acting without your knowledge. That's what you say. Is that right? Are you sure it's right? Das ist absolut richtig.
kurze Begründung dazu. Well, ja, gestatten Sie. Es ist ja völlig... Well, I'd like you just for a moment to consider one or two points before you commit yourself too deeply to that. Do you know that in May of 1942, Field Marshal Milch was expressing your special thanks to the SS for their cooperation in the altitude experiments? Lord, that's document 343 PS. And it's the letter that begins, Dear Wolfe. Wolf was one of Himmler's personal staff. If my recollection is correct, he was the liaison between Himmler and Hitler, certainly at one time. And your second man defendant, Field Marshal Milch, is saying to Dear Wolfe, I convey the special thanks from the Supreme Commander of the Air Corps to the SS for their extensive cooperation. Are you saying that Field Marshal Milch, when he wrote that, or when he signed it on behalf of your medical department, was merely expressing a façon de parler and wasn't conveying your thanks to Himmler? Das sage nicht nur ich, sondern das hat ganz klar der Feldmarschall Milch als Zeuge hier gesagt. Und wenn Sie das Protokoll nachlesen, gibt er ausdrücklich zu, dass ich von diesen Details keinerlei Wissen gehabt habe. Im Übrigen, Herr Anklagevertreter, ist es ja so, dass bei uns ein gewisser Methode des Briefwechsels war, die vielleicht nicht hier ganz hineinpasst, aber sie war nun mal so. Wenn ein Beauftragter eines Ministeriums ein Dankschreiben richtete, das nicht persönlicher Art war, musste er immer im Namen des Chefs danken. Ich glaube, dass das im Übrigen überall gleich ist. I just remind you, what the witness Milch said was that these letters were put in front of him by your medical department. These experiments mainly and greatly concerned the Luftwaffe. Are you saying that the thanks of the Luftwaffe and of the Supreme Commander yourself were given without any reference to you at all? Feldmarschall Milch sagt nicht aus, dass die Briefe mir vorgelegt worden sind, sondern ihm vorgelegt worden sind. That's what I said. I said ja. Before him. I didn't suggest they were put before you at all. Ja. Und er sagte weiter aus, dass er höflich gedankt habe, weil ihm die Inspektion sagte, sie sei daran weiter nicht interessiert, da die Höhenversuche bereits durch unsere jungen Ärzte freiwillig durchgeführt worden seien. Er hat des Längeren und Breiteren sich darüber geäußert. But you know, it didn't stop with your young medical officers. Your service provided the equipment for Dachau for these experiments. I'm sorry. I repeat that, it didn't stop there. Your service was providing the equipment for these experiments for Dachau. My Lord, the reference to that is GB582, document 2428 PS, which is an affidavit by the detainee Anton Pacholek, who was at Dachau, and he says that the Luftwaffe delivered here at the concentration camp at Dachau
Their cabinet constructed of wood and metal, measuring 1 meter square and 2 meters high, and so on, describes the equipment. Are you saying that the supply of equipment for these experiments at Dachau was done without any reference to you on these particularly Air Force experiments? Erstens, nicht die Luftwaffe hat Versuche in Dachau gemacht, sondern der Reservearzt der Luftwaffe, Dr. Rascher. Ob er sich und in welcher Form den Auftrag von der Sanitätsinspektion geholt hat, weiß ich nicht. Zweitens, nicht Holz und verschiedene Teile wurden hingeliefert, sondern ein sogenannter Höhenschrank. Das ist ein Ding, von dem ich vorhin sprach, in das normalerweise jeder hineinkommt, um die Druckverhältnisse seines Körpers zu überprüfen. Es war also für Herrn Rascher nicht schwierig, sich an die Inspektion zu wenden, an die Technische, um einen solchen Schrank zu bitten, ohne genauer anzugeben, welche Art und er seine Versuche machen wollte und ob solche irgendwelche Gefahr für die zu untersuchen oder versuchen in sich bergen würde. Drittens möchte ich nochmals betonen, die Anklage hat wiederholt zum Ausdruck gebracht und erst zum letzten Mal im Schlussplädoyer von Herrn Jackson hat er ja betont, dass ich, poetisch betont, meine fetten Finger überall dazwischen gehabt hätte. Wenn ich also so viele Ämter habe, die mir zum Vorwurf gemacht werden, so können Sie verstehen, dass ich mich nicht um jeden einzelnen Höhenschrank zu Versuchszwecken kümmern konnte. But did you not concern yourself with the experiment to test flight clothing for the Luftwaffe when the concentration camp detainees were dressed in various types of flight suits with jackets? I mean, defendant, you have been a practical airman yourself with a very gallant record of service in the air in the last war. What I'm suggesting to you is that these matters were matters that were not only within your administrative interest in your positions, they were within your personal interest as an ex-Air Force officer. And that is why I'm suggesting to you that you would have and did have the interest in these experiments. Are you sure that putting back your memory that you didn't remember about the experiments on these concentration camp detainees for testing air clothing? Sir David, ich bin nicht nur ganz sicher, dass ich mich nicht erinnere, sondern ich bin ganz sicher, dass es nicht gewesen ist. Also ich möchte betonen, ich sage nicht, ich erinnere mich nicht, sondern ich sage mit absoluter Sicherheit, es ist nicht so gewesen. Zum Zweiten, Sie haben vollständig recht, dass ich mich natürlich außerordentlich für meine Flieger, ihr Wohlbefinden und auch ihre Kleidung interessiert habe. Es wurde wiederholt unter uns Fliegern über die beste Art der Combination gesprochen. Hätte man mir gesagt, man würde mit heizbaren Kombinationen arbeiten, so würde ich gerade aus meiner eigenen Erfahrung gesagt haben, ich verzichte darauf, denn ich habe zum Schluss des letzten Weltkrieges einmal einen solch heizbaren Anzug bekommen, Erfolg, dass ich mich außerordentlich verbrannt habe. Well, now take another experiment. It must have been the same in your Air Force as in ours, that one of the great difficulties and one of the things that one wanted to deal with was those who came down in our parlance, who came down into the sea, and what could be done and what time they would survive. Do you say that you didn't know about the cold test that according to this affidavit to which I've referred, Dr.
Russia conducted this cold test. This was for the Luftwaffe also. That was to see the resistance of the human body to immersion in water. Do you say that you knew nothing about that experiment also? Ich kannte weder Dr. Rascher noch irgendeines seiner Experimente. Die Kälteerscheinungen, wenn die Leute ins Wasser fielen, waren bekannt. Gegen Erfrierung war ein ausgezeichnetes Pulver oder so etwas Ähnliches vorhanden. Im Übrigen wusste ich, dass alles getan war, um die Schwimmwesten derartig zu konstruieren, dass das Atmen möglich war, trotz Wellen und so weiter. Und wir haben ebenso die Vorkehrungen und Kleidungen der und Rettungsmittel der Flieger unserer Gegner auf dem Gebiet beachtet und studiert. Ich erinnere mich, dass ich mal eine derartige Broschüre in der Hand hatte. Aber das ist alles. Im Übrigen sind die Leute seit langem ins Wasser gefallen und haben immer das Zweckmäßigste dann getan, durch Bewegung, durch Einflößen von Alkohol und so weiter, um wieder warm zu werden. Diese Experimente, eins lege ich sehr großen Wert drauf. Die Experimente, wie sie hier dann vorgetragen wurde, mit den Frauen und so weiter, entsprechen so durchaus nicht meiner Auffassung der Frau gegenüber, dass ich mich über gerade solche Experimente aufs Allertiefste empört hätte. Nicht jetzt hinterher, sondern damals. Well, now, just one other experiment, and then I'll pass to the state of knowledge of these experiments at the time. Did you or did you not know that your Sanitätswesen of the Luftwaffe were in May 1944 cooperating in experiments to render seawater drinkable? In which concentration camp inmates were used? Nein, das wusste ich nicht. Aber, Herr Ankläger, ich möchte dazu sagen, wie es natürlich vor sich gegangen sein kann. Nicht einmal die Sanitätsinspektion muss das gewusst haben. Sie hat einen Auftrag gegeben und selbst unterstellt, ich hätte diesen Auftrag gegeben. So ist ja damit noch nicht eine Kombination von lebensgefährlicher Benutzung von Menschen gegeben. Wenn nun ein Arzt der Reserve der Luftwaffe irgendwelche Beziehungen, sagen wir, zu Himmler oder seinem Forschungsinstitut hatte, er konnte ja nebenbei auch noch der SS zum Beispiel angehören, dann waren hier Querverbindungen gegeben, von denen nicht einmal das geringste die Luftwaffensanitätsinspektion Wissen brauchte. Es wurde ja nicht jede Methode der Art und Weise nach oben gemeldet. Do you know, the first letter that I put to you was the 26th of May 1942. And you say that the thanks which Field Marshal Milch was conveying were merely, I want to get you exactly as possible, were merely a formal method of conveying the thanks of the department. Do you remember that on the 28th of July 1942, that Hitler issued a Führer's decree, countersigned by the defendant Keitel and by the witness Lammers, establishing a coordination staff for the armed forces to deal with health on the 28th of July 1942. It was to coordinate the common tasks in the field of health for the armed forces, the Waffen-SS and subordinate organizations. And if I may remind you, because it may fix it in your memory,
for the purpose of a comprehensive treatment of these problems, a sanitary officer of the Navy and a sanitary officer of the Air Force will be assigned to work under him. That is the sanitary inspector of the Army. Now, listen to this. The latter, that is the medical officer of the Air Force, in the capacity of a chief of staff. So that at the time that Field Marshal Milch was writing to Wolfe about these experiments, 2 months later there was a Führer decree and one of your officers was to be chief of staff of this new coordination staff. Are you telling the tribunal that you didn't know about that Führer decree and that your officer was so appointed? Bevor ich dem Gericht das sage, bitte ich um den Entwurf, um den Erlass, dass ich einen Moment sehen kann. Would you like to... Ja, ich möchte gerne das sehen. Do you mind an English copy? Ja, ich, so viel werde ich verstehen. Ja, das wollte ich nämlich nur feststellen. Dieser Erlass hat mit Experimenten nicht das Geringste zu tun, sondern er beginnt damit, ich will es frei übersetzen, weil ich es nicht so gut kann, die Beanspruchung so ungefähr von Personal und Material auf dem Gebiet der Gesundheit und des gesamten Sanitätswesens erfordert eine koordinierte und planmäßige Zusammenfassung. Daher ordne ich Folgendes an. Es wurde damals der Chef des Sanitäts, der Chef des Gesundheitswesens, ich weiß nicht mehr genau den Ausdruck, geschaffen, um den Ausgleich zwischen den knapp werdenden Ärzten und dem knapp werdenden Material, was hier ganz besonders betont ist, herbeizuführen. Und außerdem selbstverständlich auch, wenn es notwendig war, gemeinsame Forschungen. Dass wir selbstverständlich auf dem Gebiet Forschungen gemacht haben, ist ja doch absolut klar, besonders während des Krieges. Da nun die Armee den Hauptteil der Ärzte stellte, die Hauptanforderung an Medizinen und an Material, wurde der Sanitätsinspekteur an die Spitze gestellt. Da die Luftwaffe der zweitstärkste Wehrmachtsteil war, wurde der Stabschef von der Luftwaffe genommen. Das ist vollkommen erklärlich. Well, the point that I'm putting to you, and I think you've gathered it, is that in the 28th of July 1942, there was this additional interest in medical matters and research which made Hitler assemble this coordinating staff. Now I want you to remember how that interest in medical matters was shown in your own service. A month later, on the 31st of August 1942, your second man, Milch, was writing to Himmler. Lord, this is 343 PS, United States Exhibit 463. Dear Mr. Himmler, I thank you very much for your letter of the 25th August. I have read with great interest the reports of Dr. Rascher and Dr. Romberg. I am informed about the current experiments. I shall ask the two gentlemen to give a lecture combined with the showing of motion pictures to my men in the near future. Now, assume that Milch is telling the truth for the purpose of this question, and that letter was put in front of him by the head of your medical department for his signature. Assume that, if you like. There's no reason to suppose that the head of your medical department was telling lies in the letter he put before Milch. There's no
reason to assume that that letter is untrue. And if in your service lectures were going on these experiments with motion pictures to the men, are you still telling the tribunal that you, as the head of the service, knew nothing about these experiments for your service going on? Ich sage dem Gericht nur die Wahrheit. Erstens, dieser Brief braucht durchaus nicht von der Sanitätsinspektion Milch vorgelegt worden zu sein, weil er ein direkter Brief zwischen Himmler und Milch war. Zweitens hat Milch hier im Zeugenstand... Well, I was only excuse me interrupting you. I was only quoting Milch's evidence. I was asking you to assume for the moment that Milch's evidence is true. It was suggested to Milch that his evidence wasn't true and that the truth was, as you said, that it was his own letter. But I'm asking you to assume that Milch is telling the truth, that this was a letter put before him by the sanitary department. That's why I put it that way. Now continue your answer. Ich habe hier das nicht ganz klar verstanden. Haben Sie mir einen Brief des Feldmarschalls Milch vorgelesen oder haben Sie mir die Zeugenaussage Milchs im Protokoll vorgelesen? Das kam nicht klar durch. I read to you a quotation of a letter from Field Marshal Milch to Himmler. And I informed you, in case you didn't remember it, that Field Marshal Milch said that letter was put in front of him by your medical department, the medical department of the Air Force, and that he signed it blind. That was Milch's evidence. I asked you to assume he's telling the truth. You rather suggested that he wasn't, that it was a personal letter that he knew all about. I don't mind that for the moment. I'm asking you if in your service these experiments were the subjects of lecture and motion pictures shown to your own men serving under your command, are you still telling the tribunal that you knew nothing about them? Dass ich selbst davon nichts wusste, habe ich eindeutig klar und deutlich gesagt. Ich sage nicht, dass Feldmarschall Milch die Unwahrheit gesprochen hat. Er muss ja wissen, ob ihm der Brief von der Inspektion vorgelegt wurde oder nicht. Soweit ich seine Aussage hier im Zeugenstand im Kopf habe, hat er die Sache absolut aufgeklärt und selbst betont, dass er mir keinerlei Vortrag über die Details dieser Versuche oder dergleichen gehalten hat. Ich darf aber, Sir David, Sie nochmal auf diesen Erlass hinweisen, den Sie mir geschickt haben. Ich habe ihn mittlerweile ganz überflogen. Der hat mit Versuchen überhaupt nichts zu tun, sondern, wie ich vorhin sagte, regelt im Artikel 1 das Verhältnis der drei Wehrmachtsteile sanitätsmäßig, im Artikel 2 das Verhältnis der Wehrmachtsgesundheitspflege zur zivilen Gesundheitspflege, rein auf dem Gebiet der Organisation und Verwaltung. Well, witness, I'd got past the degree, you know. I want your answer to this question. Do you say that you did not know that lectures and motion pictures were being shown to the men under your command dealing with these experiments? I just want it quite clear, yes or no. Did you or did you not know that that was going on? Nein, davon wusste ich nichts. Ich bitte nochmals zu bedenken, dass das Ministerium seine Verwaltung für sich war und ich im Hauptquartier mich mehr mit den strategisch-taktischen Dingen befasste. Ich würde solchen Versuchen entgegengetreten sein. Und zwar, wenn auch, ich glaube, es war die russische Anklage, dies einmal verdreht hat, so bleibe ich dabei. Ich habe im Jahr 1934 die Versuche an lebendigen Tieren aufs Strengste verboten. Und die Quälereien. Nehmen Sie nicht bitte von mir an, dass ich sie an Menschen hätte durchführen lassen. Well, it's not for me to comment, but plenty of people will have standards with regard to animals that they don't apply to fellow men of countries with which they are at war. But that, however, that's a matter of comment, and I won't pursue it.
I want you now to come to November of 1942. You know, at that time, you referred to it in giving your evidence that Dr. Rusher was transferred soon after that from the Air Force to the SS. And before he was transferred, Himmler wrote to Milch on that subject. And after describing the experiments, the behavior of the human organism at great heights, prolonged cooling, and similar problems, I quote Himmler's words, which are of vital importance to the Air Force in particular, can be performed by us, that's the SS, with particular efficiency. Then he says, unfortunately, you had no time recently when Dr. Rusher wanted to report on the experiments at the Ministry for Aviation. I had put great hopes in that report because I believed that in this way, the difficulties based mainly on religious objections which oppose Dr. Rusher's experiments, for which I assumed responsibility, could be eliminated. The difficulties are still the same now as before. In these Christian medical circles, the standpoint is being taken that it goes without saying that a young German aviator should be allowed to risk his life, but that the life of a criminal who is not drafted into military service is too sacred for this purpose, and one should not stain oneself with this guilt. Now, Himmler goes on to say that in view of the importance to the Air Force and also to the Waffen-SS, however, in this connection, I suggest that with the liaison between you and Wolf, that's Milch and Wolf, a non-Christian physician should be charged who should be at the same time honorable as a scientist and not prone to intellectual theft, and who could be informed of the result. Are you saying, defendant, that you never heard, although Hitler had heard, that Christian medical circles were protesting against these experiments? Ich glaube, Sie meinten Himmler, nicht Hitler, nicht? Himmler, I'm sorry, I did mean that although Himmler knew, you say that you didn't know that Christian medical circles were protesting, apparently according to this letter, publicly and insistently protesting against these experiments. Did you not know that? Nein, Sie haben auch nicht öffentlich protestiert. Ich bin Ihnen aber sehr dankbar, dass Sie mir dieses Schreiben, das mir zumindest unter den vielen Dokumenten, die hier vorgelegt wurden, nicht mehr in Erinnerung war, hier gebracht haben. Denn es unterstreicht mit eindeutiger Klarheit das, was ich vorhin sagte. Ich bin beglückt, dass unter diesen christlichen Ärzten meine Luftwaffeninspektion scheinbar gemeint ist. Denn nur diese konnte dagegen protestieren. Und das ist ja der Grund, weshalb scheint dieser Rascher aus der Luftwaffe ausscheiden musste, weil seine Zusammenarbeit mit der Inspektion nicht mehr zur Zufriedenheit von Herrn Himmler klappte. Und deshalb wurde er von ihm in die SS übernommen. Es unterstreicht dies vollkommen, was ich ausführte. But I want you again to say that I want you to apply your mind to this. You knew, you and Himmler were still on good terms in 1942, weren't you?
Himmler stand bis zum Schluss immer mir gegenüber auf einem sehr höflichen Fuß, was ihm auch zukam. Oh, but I mean you were more than that. Within a few days of this letter, you sent him an attaché case of crocodile leather and cigars, a notebook for Christmas, do you remember? You were on very good terms with Himmler at this time. Do you mean to say that you never heard, that Himmler never said to you, and Milch never said to you, your medical officer never said to you, that these experiments were being carried on and were causing protest in Christian medical circles? Everyone conspired, defendant, to keep you in ignorance of any matter which might be embarrassing to you now. Isn't that there? That's the answer? Die Experimente und Ihre Kenntnisse haben mit der Krokodiltasche und dem Notizbuch nichts zu tun. In letzterem Fall handelt es sich um Weihnachtsgeschenk als Gegengabe gegen ein Geschenk, das mir Himmler im Namen der SS immer zu Weihnachten gab. Ich wollte das immer erwidern. Zweitens wurde nicht herumexperimentiert, um mich künstlich in Unkenntnis zu halten, sondern die Aufgabengebiete waren verteilt, es gab wichtige Dinge, wichtigste und Dinge, die in Ressorts behandelt wurden. Dazu gehörten auch das Sanitätswesen. Es war unmöglich, mir dort alles zur Kenntnis zu bringen. Im Übrigen möchte ich nochmals betonen, habe ich nirgends von einem öffentlichen Protest christlicher Kreise oder Ärzte in Deutschland während des Krieges gegen solche Experimente gehört. Derartige Äußerungen wären auch nicht möglich gewesen. Have you any questions to put, Dr. Stalmer? Ich habe keine Fragen mehr. The defendant can return to the doctor.